Ich wünschte, jeder würde reich und berühmt werden. So könnten alle erkennen, dass das nicht die Lösung ist. Das sagte einmal der erfolgreiche, berühmte, internationale Megastar Jim Carrey. Oft stecken tatsächlich hinter unserer Jagd nach Macht, Ruhm, Erfolg, Schönheitsideale, Selbstablehnung und Minderwertigkeitsgefühle. Und unsere Jagd nach diesen Dingen ist eigentlich ein Versuch, unser Wert quasi zu steigern, uns aufzuwerten. Diese Dinge sind an sich nicht schlecht. Also berühmt zu werden, erfolgreich zu sein, schön zu sein, ist an sich nicht schlecht, ne? Und wir können sehr wohl danach nach diese Dinge streben. Aber wenn wir meinen, erst wertvoll oder liebenswert oder glücklich zu werden, wenn wir erfolgreich sind oder wenn wir schön aussehen oder schön aussehen, dann werden wir echt mit der Zeit frustriert werden, wir werden enttäuscht werden und tatsächlich, das wird auch unser Gefühl von Minderwertigkeitsgefühl noch steigern. Das quasi, das wird da es einfach noch mehr und mehr werden lassen. Diese Dinge, die können uns keinen Wert geben. Die können, die haben einfach diese Fähigkeit nicht, uns Wert zu geben oder glücklich zu machen. Das sind einfach Extras on Tops, das man haben kann im Leben. Und auch wenn man die nicht hat, kann man trotzdem glücklich und sich wertvoll fühlen. Aber wie ist das, was gibt uns dann Wert? Oder was hilft uns, unser Wert zu erkennen? Wenn man Minderwertigkeitsgefühle hat, wie kommt man zu so einem Punkt, dass man erkennt, eigentlich bin ich ein wertvoller Mensch? Das kann nur eine Sache machen. Und das ist Liebe. Und von hier rede ich von bedingungslose Liebe. Wenn wir bedingungslose Liebe erfahren, aufnehmen, das hilft uns oder befähigt uns, unser eigenen Wert zu sehen. Diese bedingungslose Liebe ist eigentlich so wie eine Brille, die uns ermöglicht oder befähigt, in uns hineinzuschauen und unser Wert zu erkennen. Weil der Wert, also jeder Mensch hat einen Wert. Es gibt nichts, was wir machen können, was unser Wert niedriger macht oder höher macht. Also jeder hat einen Wert und das bleibt einfach gleich. Nur manchmal durch unsere verschiedenen Erlebnisse kann sein, dass man schlechte Erfahrungen gemacht hat, die einem das Gefühl oder dazu geführt haben, dass man das denkt, dass man nicht wertvoll ist. Aber in Wirklichkeit hast du einen Wert. Ich habe einen Wert. Weil wir Mensch sind, sind wir wertvoll. Und wie ich gesagt habe, bedingungslose Liebe spielt eine große Rolle da. Und von anderen Menschen können wir tatsächlich keine bedingungslose Liebe erwarten. Wir haben Momente, wo wir uns gegenseitig bedingungslos lieben, aber wir können das nicht durchgehend. Jeder Mensch ist fehlbar. Ich bin fehlbar, du bist fehlbar, wir sind alle fehlbar. Und wir machen Fehler und wir schaffen es nicht, unseren Mitmenschen durchgehend bedingungslos zu lieben. Deswegen tatsächlich, bedingungslose Liebe finden wir nur bei Gott. Gott ist der Einzige, der uns bedingungslos liebt, egal was wir gemacht haben, egal was wir versagt haben, verbockt haben, vergessen haben, egal in unser Scheitern, egal was in welche Umstände oder was wir getan haben. Gott ist der Einzige, der uns bedingungslose liebt, beständigt. Und deswegen, wenn wir unser eigenen Wert erkennen wollen, dann brauchen wir Gottes Liebe. Dann müssen wir uns öffnen für diese Liebe oder nach dieser Liebe suchen oder diese Liebe erfahren. Das ist das, was uns wirklich hilft, unser eigenen Wert zu erkennen.